Liebe Freundinnen und Freunde, mehr wagen, um nicht alles zu riskieren. Das möchten wir doch eigentlich an jeder Stelle, jeden Tag CDU und CSU und SPD zurufen. Insbesondere deshalb, weil so viel vor uns liegt, weil so viel zu tun ist und weil wir nichts zu verlieren haben. Diese Zeit drängt für all die wichtigen Fragen, die wir heute auf der Bundesdelegiertenkonferenz und vor allen Dingen morgen beim Thema Bekämpfung der Klimakrise, nachhaltiges Wirtschaften zu diskutieren haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich treibt das um. Dieser Stillstand, dieses Geziehe und Gezerre, diese Handlungsunfähigkeit und diese ständige Beschäftigung mit sich selbst, die muss aufhören. Wir müssen drängen und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit der Umweltbewegung, mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich einbringen und sich nicht abfinden wollen damit, dass das alles so bleibt, wollen wir streiten und antreiben. Denn wir wissen alle, es geht um mehr. Wir müssen wagen, um nicht alles zu riskieren. Ob beim gesellschaftlichen Zusammenhalt, beim Thema gute Pflege, bei bezahlbarem Wohnen, bei der Gleichstellung, bei den Kinderrechten, den fairen Chancen für alle Kinder. Oder auch, wir sprachen heute darüber, die Wahlen in Ostdeutschland. Ich war wie viele von euch in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Nicht nur da, auch in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland haben wir strukturschwache Regionen. Dort fühlen sich viele Menschen abgehängt und nicht gesehen. Und deshalb darf das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Menschen kein leeres Versprechen sein. Menschen müssen den Eindruck haben, wir kümmern uns darum, liebe Freundinnen und Freunde. Und hier braucht's die Unterstützung von Bundesebene, von Landesebene, der europäischen Ebene. Und es braucht das gute Zusammenspiel von uns allen, von allen unterschiedlichen Ebenen. Liebe Freundinnen und Freunde, Union und SPD sind so mutlos und auch so gleichgültig. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir sind, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist nicht unsere Art, Politik zu machen. Es ist auch nicht meine Art, Politik zu machen. Denn wir wollen uns nicht abfinden mit dem, wie es ist. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch geklagt beim Bundesverfassungsgericht darauf, dass Menschen mit Behinderung in Betreuung ihr Bürgerrecht wahrnehmen können, wie alle anderen auch, und wählen konnten. Das konnten sie, weil wir nicht locker gelassen haben bei der Europawahl, liebe Freundinnen und Freunde. Ohne uns und die FDP und die Linken hätten diese Menschen das Bürgerrecht, was für uns, für viele von uns, so selbstverständlich ist, nicht wahrnehmen können. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir meinen es ernst, liebe Freundinnen und Freunde, mit der Demokratie- und Transparenzoffensive endlich ein gesetzliches Lobbyregister, endlich eine Reform des Wahlrechts, endlich eine restriktivere Parteienfinanzierung. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen zusammen gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit. Das eint uns alle, egal auf welcher Ebene. Und wir stehen solidarisch vor jeder und jedem Einzelnen von uns, der oder die angegriffen wird. Und das ist nötig in diesen Tagen. Das ist schlimm, aber es ist notwendig. Aber ich sag euch, wir sind viele und wir lassen uns die Freiheiten, die wir erkämpft haben, nicht nehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür braucht es aber das Zusammenstehen von uns allen. Und dafür möchte ich mich stark machen, denn mein Motto ist zusammenstehen, gut zusammenarbeiten. Und das würde ich auch gerne im Parteirat weiter mit allen Leuten auf den unterschiedlichen Ebenen, denn nur so sind wir stark zusammen, liebe Freundinnen und Freunde.